Gerade in der Landtechnikbranche wird oft mit Zahlen jongliert. Da ist es besonders wichtig, ohne große Umwege ans Ziel zu kommen. Auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist. Ein reger Austausch unter den führenden Köpfen der Landtechnikindustrie ist da besonders wichtig. Die landtechnischen Unternehmertage in Würzburg waren deshalb im Januar 2014 wieder der Treffpunkt einer ganzen Branche. Es ist bestimmt gleichwertig, dass Sie hier auch netzwerken. Das heißt, dass wir mit anderen Leuten reden, dass man interdisziplinär, normalerweise, wenn die in der Region zusammenkommen oder wenn nur Markenhändler zusammenkommen, dann ist es immer so, dann wird es immer so ein bisschen so Schattenboxen. Hier kann man mit einem Händlerkollegen sprechen aus einer anderen Region, und da man dann nicht im direkten Wettbewerb steht, dann erzählt man sich auch Dinge, da was läuft, das ist gut. Herzlich willkommen zu den Landtechnischen Unternehmertagen 2014 hier im Kongresszentrum Würzburg. Auch kleine und mittelständische Händler haben eine Zukunft, lautete das Motto der diesjährigen Veranstaltung. Und dazu gab es hochrangig besetzte Fachvorträge, bei denen die Besucher fundierte Informationen sammeln konnten. Sei es über zukunftsweisende Innovationen aus der Landtechnik oder darüber, wie man die Wünsche des Kunden noch besser erfüllen kann, um so den eigenen Erfolg zu steigern. Es ist so, dass wir ja in der Branche im Moment einen Umbruch erleben. Ein Hersteller geht in den Direktvertrieb, das bringt Unruhe. Und es werden überall Standorte gebaut, und das beunruhigt insbesondere auch die Kleineren, betrifft auch die Kleineren, natürlich auch die Großen, aber da ist es besonders unruhig. Wir wollten denen zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, wenn man einen Wechsel vollzieht, aber dass sie auch andere Möglichkeiten haben, gar nicht zu einem Fullliner zu gehen, sondern vielleicht auch zu einem Spezialisten, dass man dann trotzdem als Landmaschinenhändler überleben kann. Denn von den 5200 Mitgliedsbetrieben sind ungefähr 700 große A-Händler. Die anderen haben ja aber auch ihre Daseinsberechtigung, und auch die müssen natürlich vom Verband bedacht werden. Zum zweiten Mal fungierte der Deutsche Landwirtschaftsverlag als Veranstalter der Landtechnischen Unternehmertage, gemeinsam mit dem Bundesverband Landbautechnik als ideellen Träger. Ein Erfolgskonzept, das auch im Jahr 2014 aufging. Für uns stellt ein Kongress, wie es die Landtechnischen Unternehmertage sind, im Prinzip eine logische Erweiterung unserer Informationsplattformen dar. Wir sind ja nicht nur mit unseren gedruckten Medien bei unseren Zielgruppen unterwegs, sondern wir haben ja auch schon zahlreiche Angebote im digitalen Bereich. Und Veranstaltungen sind auch nichts anderes als eine Plattform für Wissenstransfer und Lernen von den Besten. Das passiert in gedruckter Form genauso wie auf so einer Veranstaltung. Insoweit für uns eine logische Erweiterung unserer Geschäfte. Mehr als 800 Besucher lauschten zwei Tage lang den Referenten aus ganz Europa. Very British war da nicht nur das Chesterfield-Sofa. Auch Besucher aus dem diesjährigen Partnerland Großbritannien sorgten für internationales Flair. Durch die Blume gesagt, eine Veranstaltung, die viele begeistert hat. Es ist natürlich schön, viele Leute das erste Mal im Jahr zu treffen. Man begrüßt sich. Es ist dieses typische Networking am Rande der eigentlichen Rahmenveranstaltung. Die großen Händler, die kleinen Händler, die Industrie. Man kann sprechen, man kann Meinungen austauschen, gemeinsame Ideen entwickeln. Sehr tolle Veranstaltung. Diese Veranstaltung hier gefällt mir besonders gut. Die Qualität der Vorträge ist sehr hochwertig. Und auch das Programm ist durch den Moderator sehr, sehr professionell gestaltet. Also es macht richtig Spaß, der Veranstaltung zu folgen. Zu den Höhepunkten der beiden Tage zählte der Besuch der bayerischen Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Ein Heimspiel für die CSU-Politikerin aus Unterfranken. Wie sich ein landwirtschaftlicher Betrieb für die Zukunft aufstellt, kann er individuell aus unternehmerischer Sicht entscheiden. Und ich darf Ihnen sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir in Bayern sind stolz auf die Vielfalt unserer Betriebe. Wichtig ist für uns, und das möchte ich auch für den Bayerischen Landtag in politischer Verantwortung sagen, dass jede und jeder alle Chancen hat. Und dazu gehört natürlich auch eine Landtechnik auf dem neuesten Stand. Getreu dem Motto Schweigen ist Silber, Reden ist Gold, zeigte nicht nur eine Kommunikations- und Motivationstrainerin, wie wir alle den Kontakt zu unseren Mitmenschen verbessern können. In praxisnahen Workshops wurde zudem Know-how vermittelt,
das den Geschäftsalltag deutlich verbessern kann. Der krönende Abschluss der LTU in Würzburg war am Freitagabend dann der Agrartechnik Service Award 2014. Landtechnikunternehmen aus ganz Deutschland und mehreren EU-Ländern wurden für ihr Engagement am Kunden ausgezeichnet. Ein Preis, der meist stolz von der ganzen Belegschaft entgegengenommen wurde. Und wo die Besten aus der Landtechnikbranche vereint sind, da dürfen exklusive Gaumenfreuden und erstklassige Showacts nicht fehlen.